Da kommt es, das erste Essen. Ich hab doch gesagt, er soll ihn ersetzen. Wer hat mir denn erzählt, dass die im Bahnhof ersetzt werden? Juhu, die ersten Lebensmittel werden produziert. Versuche mehr Getreide abzutransportieren. Machen wir doch schon. Der soll gefälligst jetzt schon wachsen. Ja, in 7 Monaten wächst er schon. Du Scheiße. Der fährt zu schnell zwischen den beiden. Aber theoretisch kann ich doch Waren dann auch im Personennahverkehr abliefern, oder? Wenn die sofort weitergehen, weil dann kann, ist ja genauso, als wenn ich den an der Bushaltestelle dran klatsche. Der Warenbahnhof muss eigentlich nur da sein, um Güter umzuschlagen, aber nicht um Güter abzuliefern. Ja, wenn ich den da einsetze, kriege ich auch ein Problem. Ich guck mal, wie ich auskomme, wenn ich jetzt eine Strecke hier rumsetze. Genau, wir bauen einfach eine Brücke wieder. Wie kann die Steigung zu groß sein? Moment, auf die Straße können wir verzichten. Dann klappt es auch mit dem Anschmiegen. So, ihr könnt gleich weiter meckern, dass die Straße weg ist. Ich setze euch sogar eine neue auf meine Kosten. Ich probiere es einfach mal.
Aber diese verdammte Terranabgleich-Geschichte immer, ne? Da kannst du echt nur kotzen. Für jeden Kleinkram, wie zum Beispiel jetzt hier, dass dieser verdammte, dämliche, also das verdammte, dämliche Depot da dran ist und so weiter und so fort. Wirst du einfach arschgefickt für. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber es ist echt ätzend. So, um die Kosten gering zu halten, kann ich ja hier eine Landstraße dran setzen. Und dann schicke ich dich von hier ins Gewerbegebiet rein. Die Waren. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L002. Hier unten rein. Und dann hier hin. Da kommen sie schon. Und hier müssen wir nur sicher gehen, dass die Züge sich nicht gegenseitig rammen. Versuche mehr Getreide anzuliefern. Erstmal müssen die wieder aufgerüstet werden. Dann kommt, bauen wir hier oben. Ein Depot. Mal überlegen, wie viel Potenzial haben die hier in Potsdam? Noch nicht so viel, ne? 121 Lebensmittel könnten wir liefern. So, Lebensmittel nur in dem Wagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das sind dann 96, neue Linie. Einmal hierhin, Cottbus West und dann hierhin. Und das ist der T119 schon. So, hat irgendwer noch den Überblick? Kann ich sagen, dass er mit der Produktion ja nicht mal vorankommt? Was sagt denn der T118? Moment mal, eben nach Namen sortieren. Innerhalb von 4 Minuten fährt er die Strecke. So, es klappt anscheinend. Lebensmittel kann ich hier runter transportieren. Und dann über Potsdam Ost nach Potsdam bringen.
Bin irgendwie ein bisschen verwundert darüber. Da muss doch mehr drin sein. Bei der so und hier geht einfach runter mit der Produktion. Obwohl mehr Potenzial da wäre. Was sagst du dazu, Potsdam? Du sagst, du bekommst auf jeden Fall schon mal ein paar Lebensmittel. Mehr Potenzial für Getreide als für Vieh, was aber auch egal wäre, denn immerhin ist der ja nicht voll. Sehr schön, 3 Monaten wächst der. Ich kann glaube ich auch erstmal nichts machen hier, weil solange die Fabriken nicht gewachsen sind und eine vernünftige Produktionsmenge raushauen können. Wird das nicht besser werden. Tschu-tschu! So, 200. So, jetzt haben wir Potenzial von 110 zu 68 in Produktion von 363. Eine mögliche. Aber anstatt dass die Produktion hochgeht, geht ihr hier immer weiter runter. Geh mal ins Depot. Obwohl. Ja, jetzt geht die Produktion hoch, ne? Geh wieder raus. Ich hätte einfach nur warten müssen, kurz. So, wenden, hol die Ressourcen und ab die Post rüber. Dann passt das ja doch wieder. Wen sollten wir als nächstes beliefern? Er wird schnell seine Obergrenze wieder erreichen. Recklinghausen, Chemnitz. Chemnitz stirbt übrigens irgendwie an seinen Bushaltestellen.
Ja, was war jetzt die B801, die hier fährt, und die B802? Saurer Tischer. Ein Stadtlinienbus auf Saurer Haubenfahrgestell. 2 BODP mit Karosserieaufbau der Firma Tuscher. Ach du Scheiße. Kommt kein T107er mehr, oder? Also der ist das Böse. Nein, nochmal wenden. Ja, schön. Er hat die Lok ausgetauscht. Und jetzt fährt die Lok ohne alles Mögliche da dran. Einfach die ganze Zeit von A nach B. Das ist ein Traum. Stopp. Einfach Bombe. So, der fuhr auf der T107. Und hat Baumaterial gebracht. So, und los mit dir. Die andere Lok habe ich auch mal eingedampft. Die wird nämlich auch schon ein bisschen älter sein. Da werden wir auch 120 Baumaterial transportieren. Nein, nicht aktualisieren. Die brauchen nämlich wirklich ein Depot dafür. Hey, vergesst die Waggons dran zu hängen. Oh schön, unser Getreide-Viehtransporter macht schon Profit. Und jetzt knallt man die Dinger weg, weil sonst schrumpft noch irgendwann unser schönes, hier. Ah, wie heißt es? Baumaterialfabrik. Hätten Sie das nicht lieber Ziegelei oder so nennen können? Schweizer.